Leute, willkommen zurück hier bei Manni und Günis Forst Imperium zusammen mit dem Manni. Und Günther, Günther! Guten Tag, Manni! Günther! Super, ich habe leckere Brownies gebacken. Du hast Brownies gebacken, Günther? Ich habe Brownies gebacken. Oh, schön! Mal ein. Oh, warte mal, du musst ja ein Tupperdöschen erstmal aufmachen. So, Brownie, oh. Gönn dir, gönn dir. Das ist aber lecker, Günther. Warum grinst du so dämlich, Günther? Heute wird nicht gearbeitet. Ich habe Abführmittel in die Brownies gepackt. Günther, hör mal auf mit deinen blöden Scherzen immer. Ne, deine blöden Witze hier. So. Günther. Ach nee. So, komm, wir müssen. Alter. Günther. Sag mal, ein kleines, das ist mir ein kleines Pöpschen rausgerutscht. So, wollen wir mal in den Wald gehen, oder? Sauerei, was ist denn hier los? Sag mal, hast du da wirklich was reingemacht? Ja, sicher. Das kann schon wahr sein. Was soll denn der Scheiß? Ich hab mir einen Spezialtropfen und schon den Sechserträger geholt. Du kommst heute nicht mehr runter vom Porto. Ich mach Feierabend. Du kannst mir doch keine Abführmittel in Brownie tun und noch anbieten. Was ist denn, weil du nicht arbeiten willst? Sag mal, Günther, geht's noch? Ich wusste, dass du diese Brownies nicht widerstehen kannst. Ja, aber das ist ja auch der Unter... Ey, das ist ja... Günther, das ist ja schon... Da kannst du dich ja schon verklagen. Nee, kannst du nicht. Sau. Sag mir... Günther, ich muss auf Toilette. Günther, oh Scheiße, oh, ich muss auf Toilette, ich schaff's nicht darüber, geh weg! So, Günther, oh, ich muss in deine, halt die Klappe! Nein, Manni! Günther, ich muss in deine, was ist das hier überhaupt? In das deine, ist meine geheime Brauerei, bist du bescheuert? Günther, du Arschloch! Boah, leck mich am Arsch, ey. Günther, hol mir mal. Brauchst du die Wehr? Ein Zewa wäre nicht schlimm. Alter. Oh, mein Telefon geht. Soll ich mal dran gehen? Günther, lass mein Telefon. Ich geh ins Telefon. Alter, das kommt ja zu allen Löchern. Hallo? Ja, ist das Manfred? Bist du's? Nee, ich bin der Günther. Was gibt es? Günther, ja. Von dir habe ich schon viel gehört. Von dir habe ich wirklich schon viel gehört. Günni! Warte mal eben. Günther, wer ist denn dran? Weiß ich nicht, Moment. Oh. Wer ist denn da überhaupt dran? Ja, hier ist, würde ich nichts sagen. McManus von Ebsdorf. Sagt dir Ebsdorf was? Günther! Manni! Ja, Günther, ich mache mal kein. Boah, Günther, ich muss ein bisschen aufmachen. Geh fest hier. Geh fest hier drinnen, Günther. Das geht gar nicht. Ich kann mir alles vergessen. Wer ist am Telefon? McManus. Sag mal, was ist denn bei euch los? Der Manni sitzt auf dem Pott. Der hat von mir Abführmittel gekriegt, damit ich nicht arbeiten kann. Was? Ja. Vielleicht suche ich doch noch mal einen gelben Seiten nach einer anderen Firma. Ach Quatsch, wir sind die Besten. Komm, was aber ich habe ja genau das habe ich gehört, deswegen rufe ich nämlich an. Folgendes Problem, und zwar, ich habe so, naja, pass auf, ich mache so ein bisschen YouTube, ne? Ja, okay. Und ich bin bei. Was machst du denn da? Bei. Verstehst du eh nicht. Bin bei Ebsdorf, in der Heide. Ebsdorf in der Heide ist eine schöne Landschaft. Kennst du die? Nö. Kennst du nicht? Naja, ich würde, ja gut, pass auf. Meine Frage ist, ich habe ein Problem mit Holz. Also ich habe ja gehört, ihr seid ja Holzspezialisten und ich habe ein Problem. Ich habe bei mir auf dem Feld so eine blöde Holzinsel. Und das Problem ist aber, ich habe die neuesten Technologien bei mir auf dem Hof und ich habe quasi im Test mit verschiedenen Traktorfirmen zusammen intelligente autonome Helfer, weißt du, also die wo mit dem Traktor ganz alleine fahren, dann ist keiner dabei, die fahren ganz alleine. Weißt du, wie ich meine? Das hört sich gut an. Also da brauchst du keinen mehr, der da drinnen sitzt und alles. Oh, echt? Da muss man nicht mehr arbeiten? So gesehen nicht, nee. Erzähl mir mal mehr davon. Günther! Ein Moment mal eben, bleib dran.
Ich brauche langsam mal Scheiße aus meinem Bier. Oh Mann, ich mach die Tor zu, das stimmt. Alter, ich kann auch nicht dafür, dass das hier so mein Wort. Wer hat mir das Zeug in den Cookies? Du sagst nur, du bist mir Abführmittel rein, jetzt regst du auf, dass es stinkt. Ich habe mir deine ganzen Fässer vollgeschissen, das kannst du gleich sagen. Meine, bist du der Bescheuert, Mann? Das sind meine illegalen Fässer. Oh, so, Alter, Brett rein. Ich muss auch schon abwischen. Meine Fresse, ey. Hallo? Ja, hallo? Noch dran? Ja, heute ist ein bisschen Action hier. Ja, Party hat bei euch, oder? Ja, soll ich dir was erzählen? Ja, erzähl mal. Ich hab ein Bild, da ist eine nackte Frau, halbnackte Frau drauf. Aber das darf ich nie aufhängen. Toll. Ich muss immer den Erich hinhängen. Aber jetzt sitzt er auf dem Pott, jetzt kann ich die da hinhängen. Und ich hab das Licht an. Und Musik an. Okay. Wenn du hier wärst, würde ich dir jetzt auch einen Spezialtropfen geben. Und eine Kabinett und ein blondes. Können wir ja später noch machen. Aber wie wär's erstmal? Jetzt wär's mal die Frage, du kannst ja Dein Chef, oder wenn ihr beide Chef seid, könnt ihr euch ja mal absprechen. Also das Angebot würde stehen, ich würde da gut bezahlen. Ebsdorfer Heide, das sind wirklich große Bäume, das wird nicht einfach, also das sage ich euch gleich. Und ich habe ein bisschen was da, vom Ort, also ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennt hier, diesen Rungenwagen, so Holzwerk, Holzzeugs und so. Okay. Das, oder in die Kettensäge, aber da habt ihr bestimmt eure eigenen Sachen. Also, wenn, dann müsstet ihr schon mitbringen, was ihr braucht, ne? Ja, kriegen wir hin. Ja, eine Frage. Holz könnt ihr beim örtlichen Sägewerk fahren. Da hätte ich das schon dir gemacht. Könnt ihr beim örtlichen Sägewerk direkt verkaufen, da könnt ihr das Geld behalten und ich würde euch halt extra noch bezahlen. Aber bezahlen und so ist mir eigentlich erstmal egal. Sag mal, habt ihr eine gute Kneipe da, wo man auch knobeln kann? Kneipe? Knobeln? Du knobelst? Ich knobel gerne. Echt? Sogar. Ich knobel ja, auch. Zwar immer, aber ich knobel gerne. Ach, du verlierst immer? Ah. Du knobelst gerne und verlierst immer. Ja, ja. Na, dann zeige ich auf jeden Fall meine Stammkneipe. Ja, super. Da bist du genau richtig bei uns. Ja. Nee, komm, ich muss jetzt ein bisschen vernünftig machen, sonst wird der Manni noch böse auf mich. Wie ist denn die Bezahlung? Bar. Bar ist immer gut. Ja, nee. Ja, müssen wir sehen. Also, ich kann das natürlich schlecht einschätzen, was ihr da vom Aufwand her. Ich würde euch da einfach, ja, das, was ihr verlangt, also Geld spielt keine Rolle bei mir auf dem Hof. Gut, dann würde ich einfach das, was ihr verlangt, was ihr braucht, das bezahle ich euch natürlich. Halbe Million? Hallo? Hallo? Nee, kleiner Spaß, aber eine halbe Million ist ja schon ein bisschen, oder? Ja, ist ja viel, gut. Oder? Ich würde sagen, wir gucken mal, wie lange ihr braucht. Und dann gucken wir mal, was das wirklich wert ist, das Ganze. Aber hier, ich bezahle es natürlich, also auf jeden Fall. Günther! Hey, Moment mal, bleiben Sie dran. Günther, sag mal, machst du meinen ganzen Akku alle? Du sollst schon beim Telefon rumspielen, Günther. Ich mach hier voll die Geschäfte. Günther, hast du den Schlüpfer im Bau gebrochen? Ich habe mich ein bisschen voll gekeckert. Ich guck mal eben. Guck mal bitte, ich habe ein bisschen den Schlüpfer voll gekeckert. Vorne bei dem eben, ich glaube bei dem eben fort. Günther war ein bisschen Festland. Warte. Du wirst auch 3 Gramm ist eingeschissen. Ja. Hier, ein schöner Männertanga, mehr haben wir nicht. Na toll. So, ein Ritzenputzer. Ja, ich will euch nicht weiter stören, Jungs. Ich sehe schon, ihr habt ernstzunehmende Probleme. Aber wie gesagt, also so schnell wie ihr könnt, packt eure Sachen, kommt vorbei. Und wir packen heute zusammen und fahren heute Nacht noch los. Ach so, na, das ist ja prickelnd, das ist ja super. Ja, musst du mir nochmal die Adresse bitte per Mail schicken. Na klar, mach ich das. Eingeben. Super, mach ich. Okay. So wird's. Wir sehen uns. Danke, tschüss, schöne Grüße an Manfred und gute Besserung hintenrum. Tschüss. Buddy? Genau. Geht's dir gut? Dein Gesicht, Günther. Hier hast du die Wehr. Werde ich nie vergessen. Und auf meiner Beerdigung. Ja. Will ich deine Fresse definitiv nicht sehen. Halt die Rede. Dann komme ich aus meinem Sarg geklettert. Und außerdem bezweifle ich, wenn du so weitermachst, dass du älter wirst wie ich. Mann, so, und jetzt kannst du dir einen Lapp nehmen oder am besten eine Schaufel und kannst du drin. Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Guck mal hinten links am Fass in der Ecke. Boah, Manni, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Baby. Jetzt mach die Glotze hier zu, ey. Nee, guck mal hier. Da drüben, hinten links oder noch. Geh mal hinten rein. Hinten. Boah, das hier. Und jetzt nimm dies! Manni! Nimm dies! Schnüffel es weg! Du wirst alles aufriechen, Günther! Nur für dich! Nur für dich! Günther, warte! Mach auf! Warte dort! Warte! Bis an der Tür!
Oh, so, hab ich doch noch einen mit reingegeben. Oh, da kriegt man einen richtigen Pelz auf den Zunge. Mach das Ding. Der hat ja auch schmeckt, gell? Oh, Mann. Da. Arschloch. Mach die Tür jetzt auf. Mann. Doch. Mir aus, was der. Sag mir, der komm raus jetzt. So, jetzt sagst du mir gefällt. Kommst du. Was machst denn du? Oh. Mensch, die Scharniere sind geölt, müsste ich schon mal hin und her machen. Oh, Sau. Oh, das ist ein Müffel. So. Was wollt ihr? Wer hat denn angerufen? Um was geht's denn? Wo ist mein Handy? Wir gehen auf Montage. Hier ist ein Handy. Was machen wir? Wir gehen auf Montage. Elbsdorfer Heide. Was? Wir müssen eine Insel wegrasieren. Eine Insel? Haben wir einen Bagger? Insel. Was ist für eine Insel? Da weiß ich nicht, so eine Verkehrsinsel. Wir müssen auf die Insel kommen, brauchen wir noch ein Boot. Nee, so eine Insel auf dem Feld, da sind Bäume drauf, die müssen weg. Ich hab gedacht, eine Insel. Auf dem Meer. Und was sollen wir damit machen? Achso, die Bäume fällen oder was? Bäume fällen. Und alles, was wir Schöne machen. Alles Schöne machen. Achso, na gut. Und wo? Elbsdorfer Heide. Na, sag mal, Alter, weißt du, wo das ist? Ey, der schickt die Daten per Mail. Hä? Brauch er nicht. Das ist ja am anderen Arsch von Deutschland. Das sag ich dir, du. Ja. Na schön. Na, ich bezahle doch gut. Aber ich glaube. Der hat gesagt, Geld spielt keine Rolle. Ist irgendwie so ein reicher YouTuber. Aha. Ach, echt? Ja, na, der. Aber er hat nicht gesagt, was er macht. Ich glaube, illegalen Scheiß. Ich werde es auf jeden Fall aufdecken, wenn wir da sind. Günther, tu mir bitte einen Gefallen und hör auf, irgendwas aufzudenken. Außer früh deine Bettdecke, dass du pünktlich auf Arbeit kommst. So. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass wir heute Nacht losfahren. Wir müssen die Sachen zusammen. Was? Heute noch los? Ich hatte mir heute ein romantisches Dinner mit der Inge, mit der Anke. Mit der Anke heute hatte ich vor. Günther. Brauchst du nicht. Wie brauchst du nicht? Doch eh schon abgekatert. Wie lange seid ihr schon zusammen? Sag mal, bist du nicht ganz sauber? Du kannst doch nicht einfach hier. Was? Du kannst doch nicht einfach hier. Genau? Ja, du kannst. Scheiße. Was ist los? Warst schon wieder im Häuschen? Genau, du sollst doch nicht in der Scheiße spielen im Häuschen. Okay. Genau. So. Kommst du uns heute auf Laden hier, wenigstens noch den einen Stamm wegmachen? Bunny? Ja, Günther? Ich hab keinen Sound, mein Hörgerät ist alle. Dein Hörgerät ist alle? Kompletter Sound ist nicht drauf, du. Das ist ein Pech, Junge. Ist mir scheißegal. Ich hab dir gesagt, kauf dir Batterien. Günther? Bunny? Günther? Bunny? Ja, Günther? So, kommst du trotzdem her, Günther? Ich komme. Günther, du kannst doch schon mal dein Hörgerät alle machen. Hier passieren Sachen. Ach, Günther. Au! Was machst du noch mit dir, wenn du mal groß bist? Ich weiß es nicht, du. Vielleicht finden wir eine Lösung. Ja, finden wir auf jeden Fall. Tja, jetzt. Ach nee, warte. So viel müssen wir nicht mitnehmen. Er sagte, der hat die neuesten Supermaschinen da. Der hat sogar was erzählt von wegen, die Trecker fahren von alleine. Da braucht man kaum arbeiten. Autonomus. Ich hab's nicht ganz verstanden. Autonomus. So. Na, warte mal, dann müssen wir mal schnell zurückfahren hier. Und müssen mal das noch abladen. Und müssen uns mal überlegen. Oh, wie kann man nur so blöde sein und mit dem Ding hier runterfahren? Ich verstehe das nicht. Und müssen uns mal über. Was? Der Anlauf nehmen. Power. Müssen wir uns mal überlegen, was wir trotzdem mitnehmen. Ich wollte ja trotzdem einen Egger. Wir brauchen nur Kettensäge, hat er gesagt. Na und, hat er eine Stippenfräse und alles? Ja, ich denke, der hat mehr Geld ohne Ende. Na, also nur mit dem Bauwagen einer los, oder was? Ja. Okay. Oh. Das war nicht geplant. Kettensägen eingepackt.
den Proviant und dann geht's los. So, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz. Sag mal, So, ich habe alle Stämmchen drauf, genau, guck mal. Wunderbar. So, komm, lass mal zurückfahren, ja, gleich, noch verkaufen wir den. Soll ich den Sennebogen noch hier mitnehmen? Ne, wenn wir nicht mitnehmen, kannst du da lassen. Gut. Oder? Ja. Lass ihn da, Günther. Fahren wir das Holz noch. So, fahren wir das Holz noch schnell verkaufen. Uiuiuiui. Was sagst du? Das echt noch tun? Schon Feierabend. Ja, wenigstens hier zwei, drei Stämmchen noch, oder was? Ich glaube, der LKW, der Laderampe höher, da können wir direkt auf der Ablager drauf schmeißen. Hab ich gelesen, jedenfalls noch Betriebserlaubnis. Verstehst du? Ja, wenn du das sagst. Günther? Hanni? Hat er sonst noch schon was gesagt? Nicht, dass wir jetzt hier... Passt alles. Zambacken losfahren. Ja. Geld? Habt ihr euch was ausgemacht? Machen wir vor Ort dann nochmal aus. Aber da rollt uns nicht ab, sagst du? Ach nee. Ach nee. Nicht der Manus. Wie heißt der nochmal? Muss ich ja gleich mal gucken heute auf YouTube. So, Heck, warte mal. Manus. Ich gucke mal, ob das geht hier. Boah, guck mal. Klappt das? Ja, das klappt. Aber. Kannst du mal trotzdem mal drüber greifen hier und den Ehen da von der anderen Seite? Oder so. Ne, vielleicht doch mit dem Dings drauflegen, mit dem Bagger hier oder was? Ach Quatsch, warte mal. Wir müssen doch mal richtiges Langholz dann machen, Günther. Oh Gott, Günther, was machen. Ja, hast du gut gemacht. Ja, egal, Verkauf. Warte, ich kümmere mich drum. Muss ich auch nochmal nähen, Jorisch. Das ist wird. Ja, gut, Günther. Nein, da mit euch! Warte, der rollt da runter. Stopp! Nein! Oh, naja. Oh. So. Kannst du bitte drücken? Ich drücke. Aber drück nicht so das, jetzt passiert das, was mir vorhin passiert ist. Und das haben wir sowieso noch nicht das letzte Wort gesprochen, mein Freund. Das kannst du gleich sagen. Mensch, kriegst du die Stämme ein bisschen vorgerutscht? Ja. Ist ja schlimm halt wieder. Deine Unfähigkeit. So. Wir müssen auch Günther unbedingt mal wieder Langholz machen, gell? Ey, Langholz braucht keiner. Doch, doch. Wir müssen unbedingt mal wieder Langholz machen. Nee. Was denn du? Ich hänge hier fest. Ja, du warst im Hexer drin. Meine Hose hat sich in den Hexer verfallen. Ich wäre fast weg gewesen. Das sei mal froh, dass du in den Schnittschutzhose hast. Ja. Oh, sag gut. Hallo? Ja? Du hast mir das aus dem Hexer gezogen. Ja, Entschuldigung. Stopp, nicht so viel. Ach, komm nur. Ja? Es stockt? Du musst drücken? Drücke. Weg da? Genau, was hilft der Häcksler? Ja. So, jetzt. Zack! Und genau, wie hast du das gemacht? Das hast du toll gemacht, Mann. Das sah echt olympiamäßig aus, du. Ich weiß. So, okay, jetzt hier nochmal. Kannst du lernen. So. Setz dich ab, Günther. Hups. Ja, ist ein bisschen kurz, der Kleine. So, sehr gut. Haben wir jetzt echt noch alles verkauft? Ja. Aber wie viel Geld haben wir jetzt? Ich habe keine Einsicht auf unser Konto. 73.000, Günther. Ja gut, komm. So. Na gut, Günther, weil wir da noch alles verkauft haben, machen wir eher schön.
Genau, wenn wir doch noch alles machen, erst schön. Wenn wir doch noch alles verkauft haben, Günther, und du Fleisch mitgemacht hast. Und, Günther, mach erst schön. Und du, hier das Telefonat gemacht hast, verzeihe ich dir, das mit den Brownies. Oh, echt? Ja, aber. Eine geklatscht kriegst du trotzdem, du Arschloch. Doch, eine Nackenschelle muss sein. Und hier hast du die 500 Euro für deine Hühner. So. Ich bin ja lieber, gell? Ja, ich bin ja lieber. Danke, Mann. Also die, die noch da sind, kannst du retten. Ja. Ein paar sind weg. Gut, aber meine Freunde. Ihr wisst Bescheid. Schreibt mal unten in der Adresszeile. Schreibt doch mal rein. Schreibt uns mal schön hier in eine Postkarte, wie ihr es findet mit der Montage. Ob ihr Bock drauf habt oder was. Und den hier, den wollen wir auch sehen, wenn ihr Bock drauf habt. Und schaut beim Günther vorbei. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Reingehauen, abgegrüßt. Tschaußen. Tschüss.